Rauchen kann tödlich sein. In Deutschland rauchen rund 20 Millionen Menschen. Das sind 30% der deutschen Bevölkerung. Durch das Rauchen können Krankheiten wie Bauchspeicheldrüsenkrebs, Herz-Kreislauf-Versagen und Lungenkrebs auftreten, sowie auch viele andere Krankheiten, die durch das Rauchen verursacht werden. Wir haben in der Stadt einige Leute zu dem Thema Rauchen befragt. Warum war Rauchen so ein wichtiges Thema für Sie? Man fängt einfach mal an, wenn man im gewissen Alter ist, sagen wir 16, 15, 16, die erste Zigarette, es ist interessant, es raucht einem aus den Augen, aus den Ohren, aus den Nasen, man hustet wie Teufel, aber man muss rauchen. Und man ist ja schick und in, wenn man das mitmacht. In eurem Alter habe ich geraucht, da war das ganz cool, so wie für euch vielleicht heute auch noch. Und einfach war in der Gruppe ganz, ganz akzeptiert und von daher habe ich da auch geraucht. Dann wieder aufgehört, als Studentin dann auch nochmal geraucht. Habe dann aber sehr viel Sport gemacht und fand es dann blöd zu rauchen und habe dann auch aufgehört damit. Ja, und seitdem bin ich total weg und heute finde ich es richtig doof. Ich habe schon mal geraucht, ja. Eigentlich Blödsinn, mit 25 anzufangen, ist irre, ja. Wie es viele machen, man tut's, man macht's mit, um eine Erfahrung vielleicht zu haben, wie auch immer. Gesundheitlich absoluter Schwachsinn, finanziell absoluter Blödsinn. Gott sei Dank rechtzeitig die Kurve gekriegt, gesagt, Schluss, aus, vorbei. Von täglich 2 Schachteln auf 0. Was denken Sie, wie viele Zigaretten innerhalb von 10 Sekunden geraucht werden und wie viele Leute am Rauchen sterben? Etwa 1 Million Zigaretten werden innerhalb von 10 Sekunden geraucht und es sterben etwa 3000 Menschen an den Folgen vom Rauchen. Warum haben Sie aufgehört mit Rauchen? Ja, ich rauche, also ich habe früher mal geraucht, so vor einem Jahr. Weil einfach jeder von meinen Kumpels geraucht hat und so. Dann habe ich gedacht, kann ja auch mal anfangen rauchen. Habe ich auch so ein Jahr lang war das dann so, wo ich geraucht habe, oder? Ja, so ein Jahr lang habe ich dann auch geraucht. Und dann habe ich irgendwann mal aufgehört, so Stück für Stück. Und hauptsächlich, weil ich dann auch mit dem Sport angefangen habe. Also so Kraftsport und sowas. Also ich habe mit 14 angefangen zu rauchen, weil man einfach geraucht hat und ich wollte auch dazugehören und das war cool, das passte einfach zum Image. Ich glaube aber, dass letztendlich jeder seinen individuellen Weg finden muss. Auf der Seite rauchfrei-info.de könnt ihr euch über das Rauchen informieren. Außerdem könnt ihr euch mit der Community über eure Erfahrungen austauschen. Mein Vater hat auch den ganzen Tag geraucht, meine Söhne rauchen den ganzen Tag, aber in unserer Familie sind alle Männer über 90 geworden, trotzdem die geraucht haben schwer, 60, 80, 100 Zigaretten im Tag. Ja, eigentlich von Kindheit und von zu Hause habe ich schon ist schon verboten worden, dass ich mit dem Rauchen und Rauschgiften nichts zu tun haben soll und deswegen bis jetzt habe ich nicht geraucht. Durch das tägliche oder regelmäßige Rauchen werden viele Organe angegriffen. Besonders die Lunge. Wenn man täglich eine Schachtel Zigaretten raucht, nimmt die Lunge im Jahr etwa eine Tasse Teer auf. Außerdem wird die Lunge gräulich bis schwarz. Mit einem Husten werden die Flimmerhärchen von Schadstoffen befreit. Dies geht aber nicht mehr, weil sie vom Teer verklebt sind. Vorerst, bevor dass man irgendwas anfangen, sich richtig informieren. Ja. Wenn man sich richtig informiert, dass die Zigaretten oder Rauschgifte oder irgendwie was für einen ja, Schaden für Zukunft hat, deswegen muss man ein bisschen mehr überlegen. Man hat manchmal gemerkt, wenn man in den Bergen gewandert ist, mit dem Fahrrad gefahren, man schnauft schwerer und wir machen es jetzt nicht mehr. Und wir haben einfach, also auch mein Mann, vom Kopf her, das ist reine Kopfsache. Zigarette ausgedrückt, Zigarette weggelegt und nie mehr angefasst. Was halten Sie von einer E-Zigarette? Ich musste lachen, wo ich das erste Mal gesehen habe. Und das ist ja eigentlich eine Farce. Gell? Das ist eine Farce. Du ziehst da an etwas rum. Es geht nur so konsequent. Und da geht nur der Satz, da muss ich durch oder gar nicht.